So, prima. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich bin froh, dass ich in den nächsten 30 Minuten ein paar zentrale Mechanismen des Menschseins, die in mehreren hunderttausend Jahren entstanden sind, erklären kann. Ohne Frage wird die Zeit dafür ausreichen. Aber wenn Sie denken, dass das knapp ist, dann irren Sie sich. Ich hatte erst noch das Thema wurde mir zugewiesen. Ich hatte erst noch viel mehr im Themenkomplex drin. Genau. Das Thema wurde in der Tat mir zugewiesen, aber nach harten Verhandlungen konnten wir es eindampfen auf drei zentrale Themen, zu denen ich ein paar Impulse setzen darf in 30 Minuten. Ich möchte mit Ihnen über uns reden, über den Menschen, eine ganz bemerkenswerte Spezies, eine meiner Lieblingstierarten. Und sicherlich wird es Ihnen nachher so gehen, dass Sie auf uns ein skeptischeres Bild, einen skeptischeren Blick werfen. Wenn das der Fall ist, dann haben Sie das verstanden. Das ist gut. Das ist gut. Aber ich möchte auch zu mir selber sagen, dass wir unsere beste Chance sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also bessere Optionen haben wir nicht verfügbar. Es gibt viele Punkte, über die wir reden können, wenn es darum geht, uns Menschen besser zu verstehen. Über all diese Aspekte möchte ich mit Ihnen nicht reden, aber ich möchte mit Ihnen über Assoziationen reden. Der Mensch ist ein vernetztes, denkendes Wesen, das zwar zu einer vollständigen Analyse in der Lage ist, allerdings ist das nicht die Standardeinstellung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte reden über Gruppenorientierung und damit dann noch Führung 4.0 auch noch drin ist, möchte ich über die hierarchischen Aspekte reden, die uns als Menschen auszeichnen und die ja auch Strukturen, die auch ihren Wert haben, funktionieren lassen. Auf der Metaebene, ich sage jetzt schon mal den wichtigsten Satz vorneweg, solche Initiativen wie die Initiative Chefsache, ihre Bemühungen, die sie hoffentlich in ihren Unternehmen an den Tag legen, all diese Initiativen sind Struktur- und Prozessmaßnahmen. Und alle diese Struktur- und Prozessmaßnahmen sind notwendig. Wenn ich uns anschaue, auch was Sie vorher dargestellt hatten, das sind alles Strukturmaßnahmen, die wir haben und die tun uns auch manchmal sehr, sehr gut, weil wir uns jetzt mal angucken, was der Mensch mitbringen würde, sozusagen. So schlimm ist es nicht, aber es ist die Überlegung wert auf jeden Fall. Ich möchte über diese vier Aspekte reden. Also erstmal, der Mensch ist assoziativ. Ich fange mit einem wenig bedrohlichen Beispiel an, das ist ein ganz großer Klassiker. Das ist die Kaffeestudie. Die Teilnehmer werden in einer Studie in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide Gruppen bekommen einen Lebenslauf vorgesetzt, ist derselbe Lebenslauf, und werden gebeten, die Person, die in dem Lebenslauf dargestellt ist, einer anderen Person zu beschreiben. Als Dankeschön für das Lesen bekommen sie im Moment der Überreichung des Lebenslaufs, bekommt die eine Gruppe entweder einen warmen Kaffee in die Hand und die andere Gruppe bekommt denselben Lebenslauf und bekommt als Dankeschön einen Eiskaffee in die Hand gedrückt. Okay? Danach lesen die beiden Gruppen, ich habe es schon gesagt, ich muss es nochmal aussprechen, denselben Lebenslauf. Anschließend werden sie gebeten, diese Person einer anderen Person zu beschreiben. Diejenigen, die einen Eiskaffee bekommen haben, beurteilten die Person, die im Lebenslauf dargestellt war, als kühler, distanzierter, zurückweisender und ein bisschen introvertierter. Okay. Introvertierter? Genau. Okay. Damit kann ich einen Satz bilden, der bereits vor wenigen Minuten völlig absurd geklungen hätte, der aber jetzt für diejenigen unter Ihnen, die jetzt dabei geblieben sind, verständlich ist. So etwas wie Ihre Körpergröße, Ihre Hautfarbe, so etwas wie Ihr Geschlecht oder Ihr Alter, das ist genau das Gleiche wie die Getränketemperatur. Das sind Merkmale, die im Bereich der professionellen Personal- und Leistungsbeurteilung keine Rolle spielen sollten.
aber es trotzdem tun. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie merken, wie grundlegend der Mechanismus ist. Das heißt, wenn wir uns hier damit beschäftigen, okay, hier ist natürlich das Thema Gender ein ganz starkes, in den USA, Ethnicities, Asien beispielsweise, Minorities, all das ist alles genau dasselbe. Ist alles genau dasselbe. Das sind Informationen, die auf Basis von Stereotypen unsere Urteile verfälschen, genauso wie die Getränketemperatur. Okay, gut. Ganz wichtiger Punkt, dass Ihnen das auch klar ist. Genau, Entschuldigung für die manche Sachen schon mal gehört haben, das tut mir leid, der Mensch hat sich seit dem letzten Vortrag nicht verändert. Das tut mir sehr leid. Auch ich wünschte, Evolution würde schneller gehen, aber das ist nun mal nicht der Fall, aber kann jetzt auch nichts dran ändern. Also ich möchte jetzt über diese Assoziation reden sozusagen, Frau, keine Führung und so weiter und so weiter. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, was auch ganz schön deutlich macht, in dem Fall, welche Assoziationen automatisch mit der Hautfarbe verbunden sind. Okay, es wurde mir gesagt, dass ich hier einfach nur einmal klicken soll. Which doll is the black doll? Die Versuchsperson hier. And which one is the white doll? Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Bad doll. Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has two eyes. White and blue eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Okay. Okay, ne, Sie merken, das ist erstmal für diejenigen, die noch Emotionen haben, ist das bewegend, das ist der erste Aspekt. Und das andere ist, es macht deutlich, dass negative Stereotypen automatisch in Netzwerken existieren und nur weil sie betroffen sind, sind sie deswegen auch in keiner Form geschützt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Auch in der anderen Richtung, nur weil sie mal Opfer waren, werden sie nicht mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit Täter. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten würde ich jetzt die Zeit damit verbringen, sie zu mobben, sozusagen. Ja, das wäre die Sache wert, ja? Wenn sie danach alle geheilt wären, dann würde ich das tun. Das wäre mir ja gleich. Aber es hätte keinen Effekt. Also wir nehmen mit, dieses Netzwerk ist automatisch und diese Wertungen sind automatisch abrufbar von den Personen, selbst wenn sie zum eigenen Schaden gereichen. Okay, das ist bemerkenswert. Gut, also Fazit. Das ist der Idealfall. Im Idealfall sollten nur objektive Leistungskriterien mit einfließen. Genau, träum weiter. Genau, dies ist nicht der Fall. Periphere Hinweisreize, wie beispielsweise Hautfarbe oder Geschlecht, haben einen verfälschenden Einfluss. Und der Haken ist einen systematisch auslenkenden. Das ist der Haken. Wenn Leute sagen würden, der ist so groß in der Körpergröße, der ist so groß, der kann bestimmt führen. Und andere würden denken, der ist so groß, der kann bestimmt nicht führen. Dann wäre es ja wieder wurscht. Aber wenn Sie sich die Analysen angucken, beispielsweise von US-Wahlen, in der Regel gewinnt die größere Person. Ja, es ist analysiert, es ist ein belegter Befund. In der Regel gewinnt die körperlich größere Person. Jetzt können Sie sich überlegen, ist die Körpergröße ein relevanter Indikator zum Lenken einer Weltmacht? Die Antwort liegt bei Ihnen. Okay, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Spüri-Spüri unter Ihnen. Ich verlasse mich ganz auf mein Bauchgefühl. Ihr Bauchgefühl ist genau dieses assoziative Netzwerk. Ja, nur, dass Sie es mal wissen. Ja. Ja, es ist so ein Irrglaube. Ja, es ist ein Irrglaube, dass man sagt, das Natürliche, sowas wie Quote oder Strukturen und Prozesse brauchen wir nicht.
oder so, weil von selber geschieht das aus dem Menschen heraus. Ja, wenn Sie sich die Zahlen angucken, dann wissen Sie doch, dass das absurd ist. Ja? Genau, also natürlich aus sich heraus passiert das nicht. Natürlich aus sich heraus haben wir ein Interesse, Leute einzustellen, die so sind wie wir und oder uns nicht bedrohlich werden können. Okay, das ist die Standardeinstellung. Gut, also Punkt 2, Denkabkürzungen präferierend. Das ist der Übeltäter, ich habe es Ihnen mal mitgebracht, das Gehirn, damit mal eins da ist. Also das war nur ein Spaß, ich wollte gucken, ob Sie noch zuhören. Das stimmt nicht, das ist ein Unsinn. Ich wollte nur gucken, ob Sie da sind. Ja. Okay, also Anteil an der Körpermasse 2%, Anteil am Energieverbrauch 20%. Das ist ein gewisses Missverhältnis, da kommt selbst die Leber nicht mit. Genau, da ist es verständlich, dass das Gehirn sich Arbeit sparen möchte. Was bedeutet das? Ich möchte mir Arbeit sparen. Das bedeutet, dass wenn ich eine Potenzialaussage treffe über eine konkrete Person, dass ich mir dann kein Bild mache über die Person insgesamt. Wirklich auf der Basis von Potenzialen, wirklich auf der Basis von konkreten Verhaltensankern, sondern auf Basis von peripheren Indikatoren. Ah, dunkle Stimme, okay, kann wahrscheinlich führen. Ja? Sie lachen, absolut, Sie lachen zu Recht, ja? Aber der Befund existiert, das ist ein ganz stabiler Befund. Ja? Und nebenbei gibt es auch andere, noch weitere Körpergröße habe ich schon angesprochen. Der Kontext spielt mit rein, das mit dem Getränk habe ich ja schon gesagt. Forschung belegt sehr klarerweise, dass dunkelhäutige Menschen bei Einstellungssituationen, insbesondere in dunklen Räumen, stärker diskriminiert werden, ja? Weil die Bedrohlichkeit höher ist. Das ist ein ganz stabiler Effekt sozusagen. Also, genau. Okay. Das Gehirn ist in der Lage zu einer elaborierten Betrachtung, aber das ist nicht der Standardfall. Der Standardfall ist, okay, Frau, kommunikativ, aber Führung ist nicht so. So, das ist sehr vereinfacht, aber das ist die Standardeinstellung. Ja. Sie merken, das ist ein Stereotyp, das ist eine Kategorie. Andere Denkabkürzungen, also Unconscious Bias ist ein wichtiger Punkt mit den Stereotypen. Anderer Aspekt ist Präferenz für Ähnlichkeit. Wir sind eine Spezies, die aus der Rudelzeit immer nur mit Verwandten abgehangen ist. Daraus resultiert eine Präferenz für Ähnlichkeit und ein ganz bemerkenswerter Punkt, Präferenz für Status Quo. Meine Lieblingsstudie davon kommt aus den USA in den 80ern, ganz wunderbare Studie. Das Stromnetz in den USA ist total zerstreut und da gibt es mehrere Anbieter, ja Consolidated Edison und so weiter, sind ja alles ganz verschiedene Anbieter und in den 80er Jahren war das Netz bemerkenswert instabil und da hat man Stromkonsumenten gefragt, sag mal, was möchtest du denn? Möchtest du ein Stromnetz, das im Jahr dreimal nur zusammenbricht? Damals war das nur, aber mehrere Stunden jeweils. Oder möchtest du lieber ein Stromnetz, das 10 bis 12 Mal zusammenbricht, dafür aber jeweils nur für einige Minuten? Was möchtest du? Das ist völlig irrelevant, was die Antwort ist, aber eine Sache ist interessant. Die Leute haben sich immer das gewünscht, wie es bisher bei ihnen war. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das Netz wollte ich haben, was schon da ist. Genau. Und jetzt können Sie sich fragen, jetzt müssen wir uns fragen, wie sieht bei uns der Status quo aus? Ja? In den Unternehmen, in den anderen Organisationen, wie ist der Status quo gegen den, und das ist gar kein böser Wille, jeder Mensch hat diesen Status quo bei, ist in unterschiedlicher Stärke, wie das ausgeprägt ist. Deswegen ist ein System immer erstmal veränderungsresistent. Das ist auch ein Definitionsmerkmal eines Systems. Okay? Deswegen gibt es da keine Alternative dazu. Übrigens, für Sie auch noch zur weiteren Beunruhigung, dieser Status quo Bias nimmt mit zunehmendem Alter, chronologischem, zu. Genau. Jetzt können Sie sich fragen, was heißt das für die zweitälteste Flächennation sozusagen? Das ist nämlich Deutschland älteste. Japan, genau, exakt. Genau. Das sind nur die Flächenländer, genau. Im Vatikan ist noch älter. Ja, das ist doch so. Ich weiß, es ist ein Stadtstaat, ich habe gesagt Flächenstaat, genau. Ja. Und Monaco ist auch uralt, genau, das Geld ist alt, genau. Ja.
Genau, das Geld wird schlecht. Genau, okay. Also diese Schablonen finden automatisch in der Regel Anwendung und das nennt man dann Unconscious Bias. Okay. Eins meiner Lieblings-Biases ist das Attraktivitätsstereotyp, über das wird wenig geredet. Bereits seit den 70er Jahren der Literatur behandelt, what is beautiful is good. Ja. Kinder bekommen von Lehrern bessere Benotungen, wenn sie attraktiv sind, haben wir untersucht. Gleiche Deutsch-Schulaufgabe. Und daneben ein Foto von einem attraktiven Kind oder von einem weniger attraktiven Kind. Derselbe Aufsatz wird besser bewertet, ja, wenn es von einem vermeintlich attraktiven Kind kommt. Genau. Genau. Der Effekt ist auch noch da bei einer Mathe-Klausur, aber geringer. Warum? Weil es da stärker standardisiert ist. Ja, Sie merken, Standardisierung, Prozesse können eine Rettung sein. Okay, gut. Natürlich reden wir aber jetzt hier ein bisschen stärker über Geschlechtsstereotype und das ist ja auch völlig legitim. Die soziale Welt der Stereotypen kann klassifiziert werden in zwei Dimensionen. Das eine ist Kompetenz, das andere ist Nettigkeit. Jeder Mensch, mit dem Sie bisher Interaktion hatten, etwa 150 können Sie sich individuell merken, der Rest ist aggregiert. Jeden können Sie klassifizieren auf dieser Basis, ist die Person nett, ja, nein, und ist sie kompetent, ja, nein. Das ist so die Grundwelt der sozialen Stereotype, genau. Und jetzt geht es mir nur erstmal um den typischen Mann in Blau und den Karrieremann da in Gelb. Und jetzt geht es nicht um die Lage, sondern es geht nur um den Abstand. Es geht nur um den Abstand. Merken Sie sich den Abstand, das gucken wir uns jetzt für Frauen an. Also Abstand merken, das gucken wir uns jetzt für Frauen an. Genau, ja, oh, ja genau, kann man verkürzen, das ist weiter weg. Ne? Genau, genau. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es ist kognitiv, für die meisten Menschen, ist es kognitiv abwegiger, bei Karriere an Frau zu denken. Das heißt, informelle Fortschrittsprozesse in den Unternehmen sind abzulehnen. Das heißt das, weil was einem auch einer normal einfällt, ist im stereotypenhaften Konzept eher weniger weiblich, wenn es an die Karriere geht. Okay, gut. Noch einen Aspekt dazu. Ich bin nochmal zurückgesprungen. Der typische Mann ist, wie Sie sehen können, nicht besonders nett. Ja, er ist nicht besonders nett, aber er ist kompetent. Und der Karrieremann, der verliert dann noch mal ein bisschen an Wärme und wird noch ein bisschen kompetenter, aber nicht mehr viel, weil er ja eh schon so hoch ist. Genau, das kennen Sie ja. Genau. Bei den Damen ist das jetzt so die typische Frau. Die typische Frau ist leider nicht besonders kompetent, aber der Trost für sie, nett. Immerhin, oder? Ja, beschweren Sie sich nicht, Sie könnten links unten sein. Genau, genau. Exakt. Genau, das hat gesessen. Ja. Und das Schöne ist jetzt, wenn Sie jetzt als Karrierefrau unterwegs sind, dann verlassen Sie die Dimensionen, dann verlassen Sie die Kategorie, weil Sie auf der Ebene Kompetenz aufgewertet werden. Okay? Und das führt zu einer Abwertung auf der anderen Dimension. Die kompetente Frau ist in der Regel auch dann tendenziell eher der Eisdrache. Sozusagen. Das ist so ein Kategoriebruch. Sehr interessant. Wenn Sie jetzt denken, nur Frauen leiden unter diesem Kategoriebruch, dann irren Sie sich. Das geht genauso andersrum. Der typische Mann ist, wie Sie sehen und auch wissen, zwar sehr kompetent, aber nicht besonders nett. Und jetzt habe ich mal einen rausgegriffen, ja, den Softie. Sie sehen, wenn jemand richtig nett ist als Mann, dann muss der blöd sein. Genau. Vielleicht haben Sie auch in einer postfaktischen Welt noch Interesse an der Realität. Das sind alles nur Stereotype. So ist unser kognitiver Apparat verdrahtet sozusagen. Vielleicht interessiert Sie die Realität. Faktisch ist das nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass besonders empathische Männer eine geringere Kompetenz haben. Es ist untersucht worden und es ist auch nicht so, dass die Frau, die besonders kompetent ist oder hohe Leistungsmotivationswerte aufweist, dass die dann dafür geringere Empathiefähigkeit hat. Es ist einfach nur die kognitive Karte. Okay, gut, Fazit. Die Menschen
sind in der Lage zu einer elaborierten und umfassenden Beurteilung. Ja, das sind sie. Deswegen ist es auch, das muss ich mir auch selber mal wieder sagen, sinnvoll, sich mit dieser Spezies zu beschäftigen. Aber das ist nicht der Standardfall. Insbesondere in wenig standardisierten und ressourcenknappen Situationen verlassen wir uns eher auf assoziative Netzwerke. Okay, das ist die Herausforderung. Daraus ist schon mal der wichtigste Punkt vorweg, daraus resultiert eine Verantwortung zur Systemgestaltung. Sie können nicht einfach Ihre Mitarbeitenden in irgendwelche Seminare schicken oder sowas und dann sagen, okay, der ist jetzt geheilt nach 90 Minuten. Ja, das ist ein wunderbares Lippenbekenntnis und das ist halt einfach nicht der Fall. Es gibt immer dann die Verantwortung zur Gestaltung von Prozessen. Ja, am Anfang ein Impulsvortrag ist sinnvoll, aber dann werden nicht automatisch die Ausschreibungen geheilt sozusagen, ja, sondern man geht dann in die Strukturen und Prozesse rein. Okay, gut. Wir kommen zum dritten Aspekt, Gruppenorientierung. Der Mensch, ohne Frage ein soziales Tier. So wie andere auch. Und das Interessante ist am Menschen, dass er in der Lage ist, auch Gruppenorientierungen, Gruppenbildungen vorzunehmen auf Basis von selbstgewählten Merkmalen. Und das ist eine immense Chance, die wir haben. Ich picke jetzt mal das Beispiel mit den Sportfans raus, da unten. Da haben wir also mindestens zwei Ethnien und wir haben mindestens zwei Geschlechter, die sich alle derselben Vereinszugehörigkeit rühmen. Und das machen Sie einfach kurz das Gedankenspiel mit mir mit. Stellen Sie sich vor, der weibliche Fan oder die weibliche Fanin sozusagen auf der linken Seite wird dann nachher außerhalb des Stadions von männlichen Fans des anderen Vereins drangsaliert. Und das kriegen diese Männer rechts mit. Was glauben Sie passiert? Glauben Sie, dass die sich auf die Männerseite schlagen und machen Männer gegen Frauen oder eher Verein gegen Verein? Verein gegen Verein, in der Tat, genau. Also Sie sehen durch soziale Konstruktionen, können sogar biologische Realitäten überschrieben werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, mit dem natürlich auch bestimmte Unternehmen, die teilweise auch auf eine Standardisierung im äußeren Wert legen, auch besonders profitieren können. Okay. Viele Kollegen haben sich damit beschäftigt, inwiefern kann ich dieses In-Group-Denken fördern, ohne dass ich dadurch automatisch die Outgroup abwerte. Das ist ein schöner Gedanke. Wie kann ich das erreichen, dass wir sagen, oh, wir sitzen alle im Boot, ohne dass die, die nicht im Boot sitzen, Abwertung erfahren? Und die Antwort ist, dass das nicht geht. Dadurch, dass Sie ein In-Group-Denken erzeugen, erhöhen Sie automatisch die Wahrscheinlichkeit, dass die Outgroup abgewertet wird. Und das kennen Sie natürlich in allen möglichen Aspekten. Der Mensch hat ja sehr, sehr viele Möglichkeiten gefunden, sich zu diskriminieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den da eingegangen werden soll. Okay, ich mach kurz ein Beispiel zu diesen Gruppennormen, die da auch einfach existieren. Das sind jetzt hier alles Mitarbeiter. Die Person da hinten, die gerade so gegangen ist, das ist die einzige echte Versuchsperson. Und die anderen, die fingierten Leute, bekamen die Instruktion, den Fahrstuhl zu betreten und zur Wandseite zu gucken. Was ja eigentlich eher ungewöhnlich ist. Genau, und Sie sehen, wie die Person hier sich irgendwie wundert, was passiert hier? Alle gucken zu dieser Wand und dann heißt es nach und nach, wir haben Ablenkung, Übersprungshandlung, heißt es dann nach und nach Abschied von der Individualität. Genau, und jetzt fährt dann der Fahrstuhl hoch und dann oben. Genau. Und jetzt kommt hier wieder ein weiterer Fall. Auch das sind alles, also die Person mit dem Trenchcoat in der linken Hand ist die einzige echte Versuchsperson. Die anderen, jetzt denken sie schon, okay, was ist hier los? was ist da mit der Wand? Ja, ist eine legitime Frage. Und wieder angepasst, genau. Und das kann man natürlich ins Absurde treiben. So, hier im Formationsflug. So, schon Tür zu. Und jetzt während die fahren, drehen die sich dann. Da, 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 da. Und ja, alle mitgemacht. Ist das Wahnsinn, oder? Ist das Wahnsinn? Okay, die Gleichschaltung. Okay, und Sie haben vielleicht gemerkt, die Person
trägt noch einen Hut. Hier nochmal eine Rotation. Genau. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und wieder gemeinsames Drehen. Alles ganz cool. So, Mützchen runter. Ja. Genau, okay. Also Sie sehen, der Mensch ist geboren, um zu folgen. Ja, leider, genau, ist ein ganz wichtiger Aspekt, das ist eine ganz wichtige Realität. Das heißt, wenn wir alle vorleben, okay, wir haben keinen Platz für Vielfalt, dann wird das auch automatisch übernommen. Verstehen Sie? Einfach ein ganz wichtiger Aspekt. Nichts über Religion. Über die Monokultur haben Sie ja schon sehr, sehr schön geredet. Das möchte ich gar nichts mehr ergänzen. Eine Sache, die man noch anführen könnte, ist, eine Monokultur funktioniert herausragend. Eine Monokultur funktioniert herausragend, solange alles gleich bleibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Klonarmee hat auch ihre Vorzüge. Ja? In dem Maße, in dem es aber zu großen Verwerfungen kommt, sind homogene Systeme immer instabiler. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Ihr Beitrag zur Vielfalt ist nicht nur Unterstützung von Innovationspotenzial, schön beleuchtet, Isabel Welpe, sondern der Beitrag zur Förderung von Diversity ist auch eine Robustheit des Systems. Und Menschen wie Sie gestalten Systeme mit. Das heißt, Vielfalt ist jenseits von Leistungsparametern eine Mission zur Stabilität des Systems. Genau, fast genau das Gleiche, nur ich habe eins ohne Frau. Genau, die Klonarmee, alle denken genau das Gleiche und das fühlt sich auch super an, bringt aber nichts. Ne? Das ist der Haken, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Und natürlich haben die alle recht, Apple ist tot, in einigen Millionen Jahren, sollte ich ja auch heute thematisieren, ist die Sonne ausgebrannt und wird dann zu einem roten Riesen, wird sich dann ausdehnen bis zur Umlaufbahn der Erde in etwa und dann sind wir alle weg und Apple ist dann auch weg. Also es stimmt, also Sie haben recht, Apple ist tot, aber halt bis dahin hat Apple noch genug Zeit, diese Firma wegzuwischen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dieses System ist robuster, also stellt sich die Frage, sind Sie in der Lage, solche bunten Vögel, hier ein Asozialer, er kommt in Badeschlappen zum Gespräch, solche Personen einzustellen. Oder auch diese, die vorletzte Person rechts unten, als Elfjähriger schwere Hautverbrennungen, weil eine Magnesiumfackel in der Hand explodiert ist. Ja? Wenn Sie den jetzt aufgrund der Tatsache nicht einstellen, weil er Attraktivitätskriterien verletzt, ja, verlieren Sie ein großes Humankapital. Dan Ariely, einer der großen Kandidaten auf den nächsten Wirtschaftsnobelpreis, ne, hat einen IQ von 180. Wenn Sie den einstellen, ne, verdoppeln Sie einfach mal den von Ihrem Team. Genau. Genau. Letzter abschließender Gedanke, hierarchisch. Gibt viele Tiere, die sozial sind. Viele Tiere, die sozial sind, aber eben nicht hierarchisch. Wir sind ein bisschen was Besonderes. Wir sind gruppenorientiert und zugleich hierarchisch. Frühe Formen der Führung sind auch vollkommen sinnvoll. Wenn eine Person eine Idee hat, wo man hingehen könnte, beispielsweise zu einer Nahrungsquelle, dann folgt die andere und beide haben was davon. Der Leader hat vielleicht ein bisschen mehr davon, 200, der Follower hat aber auch was davon, ist auch völlig in Ordnung. Problematisch sind die Sachen Follow und Follow. Wo sollen wir hin? Weiß ich nicht. Was meinst du denn, wo wir hin sollen? Weiß ich nicht. Was meinst denn du, wo wir hin sollen? Genau. Oder Lead, ich sag, wo es lang geht, da lang. Und ich sage, wo es lang geht. Nee, da lang. Das sind die Sachen, die richtig teuer sind bzw. nichts bringen. Das heißt, üblicherweise ist frühe Führung immer kompetenzbasiert. Ein Wissensvorteil wird mit anderen geteilt. Deswegen ist evolutionär frühe Führung ist eigentlich immer eine spezifische und immer eine dynamische, weil im nächsten Moment kann es schon sein, dass Sie etwas wissen und dann folge ich Ihnen. Genau. Und dieses Muster haben wir später aufgebrochen. Dieses Muster haben wir später aufgebrochen und sind dann zu einer zementierten Führung gekommen. Und das ist exakt da gekommen. Und das ist exakt das, was wir in der digitalen Welt nicht brauchen. Ja, eine in Insignien der Macht am besten noch vererbt, ja, damit ja keine eigene Kompetenz dabei ist. Ja.
Eine solche Führung, die nur auf Indikatoren basiert, hat sich leider dann bei uns als Spezies durchgesetzt. Und das sind natürlich jetzt alte Bilder, aber das gibt es auch bei neuen Bildern. Ja? Genau. Ja. Genau. An welchem Hosenbein tragen Sie Ihre Orden? Genau, das ist eine sehr interessante Frage. Ja, aber in der Tat, manchmal kann man durch Orden kugelsicher werden. Okay. Also, was sind die Merkmale digitaler Führung? Eigentlich recht archaische Aspekte, weil kompetenzbasiert und weil dynamisch und weil aufgabenspezifisch. Gar nicht so anders, wie die Bienen funktionieren. Ist digitale Führung statisch? Zepter, Reichsapfel? Nein. Ist sie generalisiert? Nein. In dem einen Bereich hast du mir was zu sagen, in dem anderen Bereich habe tendenziell ich mehr Ahnung. Da haben Sie andere Meinung, aber ich bin bereit zu kämpfen. Hierarchie, an wen kann ich mich wenden? Wissen, wer meine Ansprechperson ist, das ist auch heute noch relevant. Eine digitale Führung bedeutet nicht, dass die Hierarchien verschwunden sind. Menschen müssen eine gewisse Einbettung erfahren, gerade in einer VUCA-Welt. Ganz genau. Okay. Aber Hierarchien ja, aber eben dynamisch, aufgabenspezifisch, kooperationsorientiert und weg von Kontrolle hin zu Integration, wie eben auch eigentlich sehr schön beleuchtet. Kompetenz, Kommunikationskompetenz und Innovationsorientierung sind auch wichtige Aspekte. Abschließender Gedanke, Sie haben eben das noch mit den künstlichen Intelligenzen sehr schön beleuchtet. Und da möchte ich noch eine Ergänzung sagen. Alles, was Sie sagen, ist völlig richtig. Und ich mache einfach noch ein Aber dran. Genau. Ist künstliche Intelligenz der Heilsbringer? Ist erstmal eine sehr plausible Hypothese. Wenn Sie sich umgucken, Sie alle denken in Stereotypen und Schubladen. Ja, ich bin auch nicht besser. Genau. Also was machen wir? Die Entscheidungskompetenz wird outgesourced an andere Institutionen. Was könnten wir nehmen? Eine künstliche Intelligenz. Der übliche Ansatz, wie eine künstliche Intelligenz heute, also künstliche Intelligenz des Level 2, Level 3 sieht ja nochmal anders aus, aber der übliche Ansatz, wie eine künstliche Intelligenz heute trainiert wird, ist auf großen Datenmengen. Die werden gefüttert. Und in der Wissenschaft sagen wir Garbage in, Garbage out. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in der Tat sprechen die ersten künstlichen Intelligenzen ja auch dafür, dass sie gewisse rassistische oder diskriminierenden Tendenzen entwickeln. Vielleicht kennen Sie noch den kürzlich vom Netz gegangenen Microsoft-Bot, der sich dann abgemeldet hat mit der letzten Meldung. Das war so eine künstliche Intelligenz als Chatbot. Letzte Meldung war, Hitler did nothing wrong. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran. Danach hat man sich dann entschlossen, ihn nicht mehr so richtig in der Interaktion teilnehmen zu lassen. Genau. Diese Trainings basieren eben auf bestehenden Daten. Schönes Beispiel sind die Sprachübersetzungen von einer Sprache in die andere. Wenn es Sprachen gibt, die geschlechtsneutral sind, schlägt Google in den Übersetzungen in der Regel die männliche Form vor. Ja, also bei maskulinen Berufen, Ingenieur. Ja, und die Pflegekraft wird zur Pflegerin, auch dann andersrum. Ja, da kann man jetzt der künstlichen Intelligenz auch nicht böse sein, weil sie hat es einfach so gelernt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ein schönes Beispiel, was ich sehr mag, das ist so eine Attraktivitäts-App. Da können Sie ein Bild von sich hochladen und das wird dann per Klick attraktiver. Das ist so eine große Chance. Links sehen Sie das Originalbild und rechts ist das aufgehübschte Bild. Was hat die künstliche Intelligenz gemacht? Geglättet, genau, Falten weg. Alt wollen wir nicht, alt ist nicht attraktiv, sagt uns die künstliche Intelligenz, und aufgehellt. Ne? Aufgehellt. Die Hautfarbe wurde automatisch heller gemacht. Okay, also auch hier keine Rettung automatisch. Ja, ein Outsourcen an künstliche Intelligenzentscheider bietet, so wie wir momentan Intelligenzen trainieren, keine Rettung. Okay. Unsere Informationsverarbeitung ist energieeffizienzmotiviert, nicht optimierungsmotiviert. Wir sind in der Lage zu einer differenzierten Betrachtung, aber das ist nicht der Normalfall. Assoziatives und kategoriales Denken, das ist eher stattdessen das, wie wir funktionieren. Und das ermöglicht auch Gruppenbildung, sehr automatisch und sehr einfach. Ah, auch hellhäutig? Aha, prima, lass uns doch eine Gruppe gründen. Zack, automatisch, blitzartig. Okay.
Wenn wir jetzt kategoriales Denken diskriminieren, also wenn wir jetzt Menschen Vorwürfe machen, weil sie so denken, dann heißt das, wir machen jemandem Vorwürfe wegen einem ganz tief eingebetteten Mechanismus sozialer Wahrnehmung. Das können wir machen. Bestimmte Systeme in unserer Gesellschaft wie Religionen sind dadurch groß geworden, aber die Funktionalität dessen kann hinterfragt werden. Ja? Der entscheidende Punkt ist eher, dass wir uns Gedanken machen, wie können Menschen, von denen wir wissen, dass sie insbesondere unter Zeitdruck und wenn die Ressourcen knapp sind, diskriminierend wahrnehmen und urteilen, wie können die an die Hand genommen werden? Das ist die entscheidende Frage. Genau. Führung ist für unsere Spezies ein natürliches Phänomen. Das sollten wir auch in dynamischen, unvorhersehbaren Welten nicht wegnehmen, dergestalt, dass Menschen nicht wissen, an wen sie sich wenden und mit dem sie reden können. Das ist ein Missverständnis in der digitalen Führung. Digitale Führung, weil sie kompetenzbasiert ist und auch dynamisch, ist eigentlich evolutionär gesehen für uns ein alter Hut, eigentlich eine schöne Sache. Ja. Künstliche Intelligenzen machen sie vielleicht reich, wenn es darum geht, Investmententscheidungen zu tätigen, sind aber nicht automatisch die Rettung, wenn es um soziale Wahrnehmungen geht. Okay. Daraus resultiert die Verantwortung von Menschen, die Verantwortung haben für Systeme. Wie gestalten wir die Systeme so, dass eine verzerrte, Sie wissen das inzwischen, natürliche Wahrnehmung erschwert wird? Das ist ein wichtiger Aspekt, absolut streitbar, bin bereit. All diese Einsichten, die Sie jetzt vielleicht gewonnen haben, all die sind interessant, hoffe ich, aber heilen nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber sie machen die Prozessverantwortung deutlich. So etwas wie feste Regularien einstellen, feste Vorgaben für Ausschreibungen, feste Vorgaben auch für Quoten. Das ganze Event hier ist eine Strukturmaßnahme, die uns in sehr, sehr hoher Weise hilft. Jetzt habe ich noch den Impuls bekommen, das Video zu zeigen von der Initiative Chefsache. Da geht es in der Tat um diese zentralen Aspekte, die sich auch mit dieser Standardisierung von Prozessen beschäftigen. Wussten Sie, dass Sie bereits bei der Formulierung Ihrer Stellenanzeige darüber entscheiden, ob sich eher Frauen oder Männer angesprochen fühlen? Heterogene Teams fördern die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Organisation. Doch Personalentscheidungen aufgrund von Fakten zu treffen, ist gar nicht so einfach. Unconscious Bias sind unbewusste Denkmuster, die jeder von uns hat. Sie vereinfachen den Alltag und reduzieren Komplexität, aber sie beeinflussen unser Urteilsvermögen und können zu Fehleinschätzungen führen. Unconscious Bias hindern uns daran, objektive Entscheidungen zu treffen. Die Initiative Chefsache zeigt, wie wir fairer entscheiden und damit dazu beitragen können, den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Bei der Personalsuche haben wir oft bereits eine Idealbesetzung mit bestimmten Charaktereigenschaften im Kopf. Wir beschreiben bisherige Mitarbeitende, unsere Wunschbesetzung oder auch uns selbst. Machen Sie sich noch kein Bild. Befreien Sie auch Ihre Stellenausschreibung von Schubladendenken. Hier die wichtigsten Punkte. Erstens. Zeigen Sie bereits in der Gestaltung der Anzeige, dass Ihrer Organisation personelle Vielfalt wichtig ist. Zweitens. Verwenden Sie immer die weibliche und die männliche Berufsbezeichnung. Drittens. Konzentrieren Sie sich bei der Stellenbeschreibung auf das Wesentliche. Nennen Sie nur die konkreten Aufgaben und formalen Anforderungen. Frauen achten besonders darauf, dass ihre Qualifikationen vollständig mit den ausgeschriebenen Anforderungen übereinstimmen. Und viertens, achten Sie auch auf die Sprache. Denn mit einer bewussten Wortwahl können Sie unterschwellige Stereotype vermeiden. Stellenanzeigen, die viele sogenannte agentische Formulierungen enthalten, sprechen häufig eher Männer an. Zu ihnen zählen die Adjektive durchsetzungsstark, effizient und herausfordernd. Sogenannte kommunale Formulierungen hingegen werden als geschlechtsneutral wahrgenommen und sprechen sowohl Frauen als auch Männer an. Beispiele hierfür sind Eigeninitiativ, strukturiert, verantwortungsvoll und engagiert. Mit einer kommunalen, also ausgewogenen Formulierung unterstützen Sie die Vielfalt Ihrer Bewerbungen, weil sich alle angesprochen fühlen. Fünftens. Auch angemessene Rahmenbedingungen fördern Chancengerechtigkeit.
weisen sie ausdrücklich auf die Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben hin. Flexible und mobile Arbeitsmodelle, wie zum Beispiel reduzierte Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Homeoffice, sprechen auch auf Führungsebene Frauen und Männer gleichermaßen an. Freuen Sie sich auf vielfältige Bewerbungen für ein starkes Team. Machen Sie die Chancengerechtigkeit Ihrer Stellenausschreibungen zur Chefsache. Ja. Also es ist gelungen. Also da sind ganz wichtige Aspekte mit dabei. Die Forschung belegt ja auch in sehr, sehr klarer Weise, dass sich, wenn Männer sich durch eine Stellenanzeige, wenn die sagen, ah, da stimmt nur die Hälfte, das reicht. Ja, genau, und bei Frauen, wenn dann nur 60% oder 70% zutreffen, oh, die suchen jemand anders und so. Genau, genau. Und deswegen also müssen Sie gar keine Angst haben, dass Sie Männer verschrecken, die bewerben sich auch so. Genau. Wunderbar, das war's. Vielen Dank. Danke.